21 Uhr Geisterstunde. Oder so ähnlich. Vielleicht habe ich da auch was missverstanden, aber hey, Zeit für Luigi's Mansion 3 ist es jetzt auf jeden Fall. So oder so. Das mit der Geisterstunde muss ich vielleicht nochmal nachlesen. Aber egal, ich freue mich auf die Strandbar. Das sah sehr, sehr interessant aus. Gestern Abend noch den Schreckweg schnell ein bisschen abgegradet. Bin ich mal sehr drauf gespannt. Der hat ja jetzt angeblich eine neue Superfunktion. Aber man weiß es ja nicht. Immerhin hatten wir viel Spaß mit Toad. Haben Toads rumgeworfen. Erfüllen, da geht nicht, glaube ich. Ich hoffe, er hat nicht so viel Kopfschmerzen wie ich heute, aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr rausfinden, weil diesmal bleibt er hoffentlich im Büro. Ich hoffe, er wird nicht nochmal weggeschickt. Im Büro vor allen Dingen, im Labor, meine ich. Das wäre nicht so gut. Ja, das ist grün. Flüpp, 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 flüpp. Gut. Das passt. Jetzt switchen wir doch einfach mal schon mal um. Ich muss irgendwie das Kabel von meinen Kopfhörern anders legen. Das ist immer im Weg. Immer. Aber ich kann es auch nicht unterm Tisch legen. Geht leider nicht mehr. Drachengott, hey, schön, dass du reinschaust. Heute nicht Lurks, das freut mich sehr. Ich hoffe, es geht dir gut an diesem furchtbaren Montag. Heute ist so ein richtiger Montag. Hoffe, das wird im Luigi nicht so sein. Aber hey, wir sind schon bei genau 15 Stunden. Habe ich gestern aber gut aufgehört. Bei genau Punkt 15 Stunden. Muss man auch erstmal hinkriegen. 3 Aufzugknöpfe fehlen noch. Ich glaube nicht, dass wir die heute schaffen. Ich will nichts ausschließen. Aber ich glaube, heute mache ich es nicht so lange wie gestern. Nachdem es den ganzen Tag hämmerte und bohrte, habe ich nämlich wie der Toad auch so ein bisschen Kopfweh. Deswegen gucken wir mal, was geht und wie lange. Aber so ein bisschen Strandbar kann man sich mal gönnen, oder? Das muss drin sein. Shadow Martin, Hallöchen! Ja, Montag vertreiben klingt richtig gut. Die 3 Stunden kriegen wir noch irgendwie rum, oder? Ja, aber so ein richtiger Montag. Ich weiß nicht, ist Vollmond oder so? Weiß das gerade jemand zufällig? So ein richtiger Montag heute. Gott sei Dank hat die Woche nur einen Montag. Vielleicht kann der Luigi noch wegsaugen. Das wäre auch absolut okay. Wir haben ja jetzt den gepimpten Schreck weg. Es ist im Bereich des Möglichen. Schön in die Mitte stellen. Gesagt, in die Mitte. Wie so eine Katze. Wenn ein abgeklebtes irgendwas Eck auf dem Boden ist, muss die Katze reinsitzen. Luigi ist jetzt eine Katze. Plönk. Da ist ein Schiff. Man kann zum Spiegel sehen. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. War das letztes Mal auch schon da? Ja, also bei einer Werwolf-Freundin wäre ich vorsichtig. Die wird vielleicht bissig dann. Lieber nicht ärgern. Aber also, das im Wasser war das letzte Mal schon da, aber das Schiff ist mir im Spiegel nicht aufgefallen. Ja gut, dass wir nochmal herkommen müssen. Wenn der Martin auch sagt, das Schiff war von Anfang an da. Ja, sehr gut. Ich mach mir einen Blättchenschirm. Schnell die Kissen einsaugen. Dann testen wir mal unseren neuen Schreck weg. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber ich bin sehr gespannt. Igitt meinte, ich brauche eine Steckdose. Das ist dann wahrscheinlich eine Steckdose und gar kein Blitzdingsy-Dings. Wie die Galionsfigur einfach ein Geist ist. Ich ahne Schreckliches. Aber was soll's. Drücke mutig den Knopf. Steck rein das Ding. Huch. Jetzt ist Luigi auf jeden Fall blind. Okay, das klingt wie ein Rasenmäher jetzt. Oh boy.
Das ist laut. Das schöne Schiff. Moin, Powerplayer! Falls du mich überhaupt hörst, es ist ein wenig laut hier. Uff. Ich hoffe, das reicht, um die Tür zu öffnen. Werden wir gleich rausfinden. Nochmal, hi, Powerslayer. Mann, ist das ein lautes Gerät. That's what she said. Wenn man im Real Life so einen Stromschlag bekommt, funktioniert das aber anders. Ja, das endet dann meist im Krankenhaus. Meistens nicht so gut. Aber hey. Das ist eine Röhre. Du hörst mich, aber nur knapp, ne? Ich glaube, ich werde ihn auch gleich nochmal anschmeißen. Aber das war jetzt schon ein bisschen laut. Ganz kleines bisschen aber nur. Besser einfach das ganze Zimmer wegsaugen. Das ist schon so eine Saugkraft. Dyson wäre begeistert. Man kann den Teppich wegsaugen? Ja, dann machen wir das doch echt gleich noch. Flup. Fluigi, flup, flup. Bisschen schlecht fühle ich mich aber hier wieder alles direkt. Der Stream läuft noch keine 10 Minuten. Ich mach schon wieder alles kaputt. Wie es so läuft. 10-mal. Wow. Also hast du die 100% gemacht und warst ganz fleißig? Wie weit reicht das Kabel eigentlich? So weit. Okay. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr pusten. Wieso nicht? Hoppla. Warum kann er denn nur saugen und nicht pusten? Das ist ja eigentlich dann voll das Downgrade. Hör mal. Ist ja voll das Downgrade. Geh dich zurück. Reiche Beschwerde bei Igitt ein. Ich meine, was soll das denn? Der nimmt mir ja essentiell eine Funktion. So geht's aber nicht. Oh, eine Schatzkarte. Ist das das Schiff, das hier so planscht? Ich glaube schon. Okay. Das X markiert den Punkt. Oha. Ja, raffiniert. Eine kleine Schatzsuche. Also fängt das doch schon mal richtig gut an. Piratenwelt. Sir Karat. Ja, warte, ich schließe nochmal den Megasauger an. Der saugt alles weg. Ich hoffe nur, der Anker blockiert jetzt nicht die Tür, aber ich glaube, das gehört so. Und natürlich ist ja auch das Mäuschen am Helfen. Die steht voll auf Luigi, das ist voll niedlich. Immer wenn ich Luigi spiele, steht sie parat. Das sieht aber mal richtig hübsch aus. Voll das Piratenversteck. In so einer ähnlichen Höhle, die tatsächlich mal als Piratenversteck gedient hat, war ich auch in Japan mal. Das ist voll cool. Ach, Piraten. Eigentlich schade, dass es die heute nicht mehr gibt. Also, es gibt bestimmt noch Freibeuter, aber nicht mehr so wie damals. So romantisch. All die Schatzsuchen. Bin gespannt. Ich dachte im Ernst erst, das wären jetzt Kongas. Ich bin heute auf meinen Kopf gefallen. Ich habe mir heute den Kopf gestoßen. Wenn ich ein bisschen wunderlicher bin als sonst, wundert euch nicht. Vielleicht habe ich eine Gehirnerschütterung. Man weiß es nicht. Plump. Oh. Da war es einfach weg. Okay. Warum nicht? Eine hübsche Bar haben sie hier. Aber es ist ruhig. Zu ruhig. Mhm. Bitte friss mich nicht. Großer Totenschädel.
Mir hängt auch immer noch so ein bisschen die Buhkugel aus der Pyramide nach. Die war schon ein bisschen hardcore. Aber da wir jetzt den ersten Tod hinter uns haben, kann ich viel entspannter spielen. Jetzt ist es passiert, jetzt ist Luigi einmal gestorben, wir haben einen Knochen verbraucht. Jetzt kann ich hier ganz entspannt rumlaufen. So. Ja, voll schön mit den Doppeltüren. Warum ist dieses Spiel so schön? Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Hat man sich einfach mal so richtig Mühe gegeben. Die Glocke zum Läuten, das machen wir gleich. Man, guckt euch mal die Sandtextur an. Kann sich Luigi einfach hier hinsetzen und ein bisschen die Palmen und den Mond angucken. Auch wenn man leider die Wandtextur hier hinten noch so ein bisschen sieht. Aber naja, kann man nichts machen. Ich finde auch die Meerjungfrau ein bisschen, also das Geistergesicht, ist schwierig, aber... Naja, Geisterästhetik halt, huh. Vielleicht sollte ich nicht den ganzen Strand einsaugen. Also vielleicht auch. Aber dann sitzen wir hier wieder eine halbe Stunde. Die ganzen Sand wegsauge. Mach die ganze hübsche Ästhetik kaputt. Das machen wir nicht. Der Circa-Rat ist ganz sicher. Ja, das freut mich zu hören. Dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Kokosnuss? Plöpp. Einmal alleine, einmal im Zweispieler mit einem Kumpel und einmal im Zweispieler mit meiner Freundin. Ja, nice. Ich glaube, ich muss Kay auch mal privat hierfür ein bisschen einspannen. Der Second Player ist ja dann Luigi, ne? Macht ein paar Sachen, glaube ich, schon einfacher, wenn du nicht beide gleichzeitig steuern musst. Und ich glaube, wir kommen jetzt auf ein Geisterschiff. Ich liebe Geisterschiffe. Ding. Oh oh. Es verschwindet im Nebel. Fernglas? Anyone? Uff. Das war aber sehr genau eingeparkt. Oh nein. Jetzt ist er wieder nass geworden. Jetzt müffelt er wieder nach nassem Hund. Luigi ist ein Gott. Ja, er ist sehr praktisch manchmal. Uff. Der unzerstörbare Luigi hat schon Vorteile. Oh, wie nice das aussieht. Der war fast so gut wie ich. Das will ich sehen. Videobeweis. Los. Luigi ist der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Dann hast du wohl noch nie von Tangle gehört. Hey, Luffy kann auch nicht schwimmen. Von daher... Irgendwas ist ja immer. Und da ist der Tod. Der letzte. Luigi, so scheiße, wie komme ich jetzt da hoch? Klettern? Sonic kann auch nicht schwimmen, das wusste ich gar nicht. Oh oh, ein Hai. Oh oh. Oh boy. Er hat den Aufzugknopf als Auge. Das sieht er doch gar nicht. Das ist doch... Ist doch das. Oh nein, schon wieder direkt ein Boss als erstes. Und gelbe Geister. So hasst mich mein Leben so. Oh Gott. Okay, die werfen mit Fässern. Da ist eine Zielscheibe. Und dieses Ding ist sehr aggressiv. Gib mir mal so ein Fass. Oh. Die rollen weiter, als ich erwartet hätte. Ups. Das mit dem Zielen üben wir mal noch ein bisschen. Jetzt diesen Ultrasauger. Das wäre es. Oha. Okay, so funktioniert das nicht. Ich habe Fluch der Karibik schon vor lange nicht mehr gesehen. Ich sollte vielleicht nicht in den Chat gucken. Gerade. Ja. Au! Das tut ja richtig weh. Holy shit. Na komm, 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 komm.
Das verletzt ihn ja gar nicht. Trug. Okay, das ist also nicht, was das Spiel von mir möchte. Was möchte das Spiel dann von mir? Oder muss ich da... Ach, ich muss es in den Mund werfen wahrscheinlich. Oh boy, ja, das kann kurz dauern. Ob ich so genau zielen kann. Ja, das ist nicht, was passieren sollte. Der ist voll kacke. Warum fange ich meine Streams eigentlich immer mit einem Bossfight an, wo ich die Steuerung noch nicht kann? Wird das jetzt irgendwie so ein Meme? Wenn ja, bin ich dann nicht mit einverstanden. Komm mal her, ja. Es wird schon helfen, wenn Luigi nicht so ultra lahmarschig wäre, sobald er irgendwas am Schreckweg dran hat. So schwer kann er doch gar nicht sein. Also, so schwer von Gewicht. Ja. Wenigstens sind sie ganz großzügig mit Herzen. Au! Mach auf jetzt! Bumm. Na komm, Mund auf! Er ist so langsam! Oh boy! Akatsuki! Ein wunderschönen guten Abend. Das fühle ich. Kann ich den überhaupt blitzdingsen? Kann ich. So halb. Ich meine, er hat nur ein Auge. Das wird jetzt aufregend. Ja, ich muss irgendwie die Augenklappe abkriegen. Kann ich sie absaugen, aber das wäre zu einfach. Muss ich wieder Luigi opfern? Ich will nicht schon wieder Luigi opfern. Komm mal her. Nein! Genau das sollte nicht passieren. Ja, Fässer voller Dynamit sind wahrscheinlich schwer, das stimmt schon. Okay, das war jetzt irgendwie merkwürdig, aber ich nehme das an. Es hat gar kein Geräusch gemacht. Oh boy. Ach, jetzt geht das wieder los. Okay. Gut, zweite Runde. Das hat er einfach Luigi gefressen. So ein Unhold. Jetzt habe ich wieder Y gedrückt, um das Fass loszulassen. Das ist nicht gut mit diesen Bosskämpfen zum Start. Weiß ich noch nicht, wie das geht. Das ist wie so ein ungezogenes Hündchen, das Ding. Ich hab losgelassen. Jetzt schmeißen die aber auch so viele und so schnell. Bin ich so schnell heute. Au. Na komm. Okay, immerhin hat er auch einen kassiert. Das ist die Hauptsache. Ich hasse gelbe Geister. Ich hasse gelbe Geister. Für alle, die es noch nicht wussten. Ich dachte hier, ich bin schlau. Aber hat nicht so ganz funktioniert wie geplant. So. What now? Noch einer? Noch eine Runde? Oh. Okay, 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 okay. Ja, schmeißt es einfach über Bord, das Fass. Richtig smart auch. Ach komm, das hätte jetzt schon mit reinfallen können. Das hätte schon mit mir da reinfallen können, das Fass. Das war schon ein bisschen Schiebung jetzt. Oh Gott. Ich muss das abwerfen. Okay. Reicht nicht, um drüber zu springen. Schade, aber jetzt wissen wir das auch. Flup. Die Fässer müssen echt schwer sein, weil der saugt die einfach nur von ganz nah an. Jetzt kommst du nicht ran. Ja, wirf's mir auf den Kopf. Soll der Luigi auch Kopfschmerzen haben? Das ist nur fair. So. Jesus.
Also wenn das jetzt jedes Mal passiert, dann wird das ein langer Bosskampf. Ich hoffe, ihr habt gutes Sitzfleisch mitgebracht. Hier, greif mal Fluidi an, lass mich mal in Ruhe. Sora in Smash! Ich will Sora in Smash und Crash und Spyro. So, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er, glaube ich, richtig sauer. Oh ja. Das ist nicht gut. Oh, shit. Wow. Ich will das Herz, ich will das... Das hätte ich nicht tun sollen. Aber ich wollte die Heilung. Ich glaube, jetzt brauche ich das Ding hier. Oh Gott. Aber da musst du ja ultra schnell sein. Oder ultra langsam. Na komm, schnell. Okay. Bin mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Ach, als ob. Aber dank der vielen Herzen ist der Kampf wenigstens fair. Ja. Mann, Luigi, saug doch dahin, wo ich sage, dass du hinsaugen sollst. Oder. Muss los. So, hast du jetzt genug gefressen? Nein? Nicht das schon wieder. Oh Gott. Was jetzt? Ich glaube, das ist nicht, was ich hätte tun sollen. Jetzt verkackt? Schade. Na dann gut, dann nochmal. Dann gleich nochmal. Ja, Bombenstimmung auf dem Schiff, das ist wohl wahr. Ich bin gar nicht da gestanden. Voll über den kleinen Zeh gerollt, sag's euch. Es war der kleine Zeh schon wieder. Okay, jetzt ist er draußen. Okay. Armes Haichen. Joch Gott, guck mal. So ein armes Butzi-Bärchen. Lol. Wow. Nein! Ey! Spuck mich wieder aus, du Sack! Luigi interessiert ihn leider echt nicht so. Ist ein bisschen schade. Ich vergesse manchmal, dass ich das kann. Und manchmal klappt es leider auch nicht. So. Jetzt, Kollege, ist aber Schluss mit lustig. Das war sehr aufregend. Aber doch, coole Idee. Aber ich hoffe, das war jetzt nicht wieder nur so ein kurzer Bossfight. Ich will mehr von diesem Piratenschiff. Ich will das ganze Schiff erkunden. Jetzt habe ich mir im Museum schon gedacht, so, wieso ist das nur ein Bossfight? Ich will ein größeres Level haben. Voll sad. Und der Polterpinscher hat Toad gerettet. Also, bewacht.
Wie ein guter Wachhund. Aber was ich jetzt mit dem Ding hier hätte machen sollen, habe ich leider nicht verstanden. Kann mir das einer von euch beantworten? Die Phase hat sich mir irgendwie nicht so ganz erschlossen. Ich sehe doch, dass da noch ein Herz ist. Wie süß er klettert. Yeah, yeah, yeah. Ja, aber das Museum war ja halt wirklich nur dieser eine Vorraum und dann der Bossfight. Das fand ich schon ein bisschen, schade. Ach so, festpömpeln. Ja, jetzt wo ihr es sagt, macht es natürlich Sinn. Dit macht schon Sinn. Hätte man drauf kommen können. Aber in der Sekunde wusste ich nicht mal mehr, dass ich pömpeln kann. Das ist voll fies. Direkt so ein Bossfight als allererstes. Gestern Abend wäre ich vielleicht drauf gekommen. Aha, und da ist noch ein Schatz. Das ist die Anlegestelle. Da ging es auf die Insel. Okay. Bei der einsamen Palme rechts. Gut. Mir gemerkt, dass wir noch kaputt pömpeln. Da ist doch ein Loch, oder? Nein, wenn wir uns schatten. Ups. Der Luigi, weißt du, hat so viel Geld, der wirft einfach Goldbarren um sich. Weil er's kann. Weil er es sich leisten kann. Sphira? Sphira? Hi! Schön, dass du reinschaust. Bitte erleuchte mich, wie man deinen Namen korrekt ausspricht. Ich möchte keine Namen butchern, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Halt. Der kommt auch noch mit. Beides quasi perfekt. Jo, wenigstens das kann ich. Oh, ein Paket von sich selbst mit deutschen Süßigkeiten. Läuft. Das war in Japan im Ausland ja auch super großartig. Wenn Freunde Süßigkeiten aus Deutschland geschickt haben. Wir haben schon großartige Süßigkeiten. Das kann man uns Deutschen schon mal lassen. Großartige Süßigkeiten. Ja, dann mach es dir bequem und herzlich willkommen. Der gute LGBT-Tag. Blub. Die Karte verschweigt mir noch was? Was? Die Karte ist unehrlich zu mir? Raus mit der Karte. Nessie. Ich hoffe, wir müssen nicht noch gegen den Seedrachen da kämpfen. Das wäre nicht so gut. Also sauge ich einfach alles weg. Wir saugen einfach alles weg. Das kann Luigi eher besser. Aufräumen und putzen. Mario lässt ihn ja immer zu Hause zum Putzen. Ist schon hart. Aber jetzt befreien wir vielleicht erstmal Toad. Warte, ich kann die Düsterlampe ja auch so benutzen. Die guten L- und R-Tasten. Och. Gerettet. Ich hoffe, ich darf seinen Kopf auch überall dagegen donnern. Gut gemacht, Luigi. Du hast den dritten Toad gerettet. Auch dieser Toad sollte am besten bei mir im Labor abwarten, bis sich die Sicherheitslage im Hotel verbessert. Ja, außer du schickst ihn wieder auf tödliche Mission, du Sack. Ja, also bring ihn zum Aufzug, Luigi. Ja, den Toad in die Kanone stecken. Unbedingt. Aber man kann ihn auch high-fiven. Kann ich die Kanone aufpappeln? Ja, so nicht. Oh, siehst du? Ich will ihn aber da rausschießen. Dann kriege ich wahrscheinlich Ärger mit Igitt, aber das muss irgendwie gehen. Blöp. Wenn ich es nicht aufpumpen kann, kann ich es dann... Ups. Kann ich es dann aufsaugen? Zu schwer. Huch. Sorry, Toad. Er könnte da auch mal aus dem Weg gehen. Der steht da ein bisschen gefährlich. Es ist schon offen. Ja, aber es ist doch eindeutig zu. Ja, guck. Aber Toad ansaugen und mit X reinstecken. Okay, Moment. Plup. Ach, jetzt geht's. Okay. Oh nein, ich habe wieder auf den Mond geschossen. Goddammit. Den Mond abgeschossen. Hurra. Jetzt ist er eine
Mauer. Geht das nochmal? Großartig. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Flug für den Toad. Kann man diese Achievements eigentlich irgendwo einsehen? Weil wir haben schon ein paar gefunden, aber halt garantiert nicht alle. Ich war aber sehr stolz, als ich das mit dem Wasserball und der Pyramide alleine rausgefunden habe. Bei der Sandra. Oh nein, Toad. Uff. Ja, spring einfach mal 10 Meter runter. Kein Problem. Komm ich da jetzt rauf? Kann ich da noch dran pampeln? Nö. Ich will aber mein Loot. Kannst du das schon wieder einsammeln? Kann ich so hoch schießen? Flieg, kleiner Toad. Oh. Das war fast zu weit, aber Gott sei Dank ist er irgendwo dagegen geprallt. Ich finde, Toads rumschießen sollte ein generelles Feature in dem Spiel sein. Einfach so aus Prinzip. Aber soweit ich weiß, musst du Igitt ansprechen und dann auf Protokoll. Ja, das würde Sinn machen. Ich habe nämlich immer gefragt, wofür das wohl ist. Aber das würde Sinn machen. Komm, Toad, wir suchen einen Schatz. Wow. Ihr Umfeld. Uff. Kannst nicht einschätzen, wie alt ich bin? Nicht die Toads mobben. Ich mobbe den nicht, das gefällt dem. Der will das so. Hörst du nicht seine Screams of Excitement? Ach, ich wollte nämlich gerade sagen, hier ist doch gar keine Insel. Komm ich jetzt darüber? Kommst du darüber? Ich hab ein bisschen Angst, ihn zu erschießen. Ups. Ja, das war nicht so gut gezielt. Geht's dir gut? Toad? 23? Süß. Knapp daneben ist aber auch vorbei. Der weint doch nicht. Guck mal, der freut sich. Achtung. Juhu, das ist ja wohl, also... Das ist ja wohl die pure Lebensfreude aus diesem Toad. Ach so, ja, wir haben eine Düsterlampe. Richtig. Warum vergesse ich die Düsterlampe eigentlich ständig? Aber den Toad rüberwerfen ist viel lustiger. Oh yes. Oh yes. Na komm. Dann laufen wir halt. Wie so normallos. Aber ich sag mal so, 23 war fast richtig. Huch. Goldratten. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe es vor allem gar nicht erkannt erst. Ich so, was ist das? Oh, es sind Ratten. Der wird nicht geärgert. Der freut sich voll. Außerdem selber schuld, wenn er dauernd im Weg steht. Ach, Geldregen. Schön. Wunderbärchen. Auf der ganz kleinen Insel? Welche ganz kleine Insel? War da links noch eine Insel? Ich glaube, ich muss noch mal gucken. Huch. Ein Spasti-Raid, der mir gar nicht richtig angezeigt wird. Aber ich sehe euch trotzdem. Hallöchen. Na, ihr Schnuffels? Frauen werden nie älter als 29, aber ja. 29. Ich werde das vierte Mal 29 dieses Jahr. Und hey ihr! Wie war euer Stream, ihr Süßen? Jetzt habt ihr gerade den epischen Piraten-Bossfight verpasst, leider. Aber dafür gehen wir jetzt Toads rumschießen. Und auf Schatzsuche. Flamm! Guck mal, wie lustig. Jetzt hatte ich gerade kurz Angst, dass er aus der Kulisse fliegt. Hoppla. Oh mein Gott, wir kriegen ein Baby. Ist es schon soweit? Der Spasti und ich kriegen ein Baby. Weißt du schon, wie du es nennen möchtest? Oh mein Gott. Einfach schon 9 Monate, kann das sein? Kann das schon sein, dass wir schon ein Twitch-Baby bekommen? Mann, 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 Mann. Das ist schon krass. War jetzt aber schlecht versteckt.
Geh mal aus dem Weg. Kann ich ins Wasser? Nee, Luigi ist nicht wasserfest. Ich glaube, den Goldbarren habe ich verloren. Zum 9. Mal 25? Nee, dann würde ich da nicht 34 werden? Ich weiß nicht. Ja, lass es uns Anderson nennen. Voll traurig, apropos Anderson. Der Dude spielt im neuen Matrix-Film nicht mit. Ich hasse Schlangen. Immer beißen die mich. Das ist so kacke. Kann Schlangen nicht bekämpfen. Bleiben immer einmal in Luigis Nase stecken. So, da, guck. Nase. Ich bin schon lange nicht mehr 18, leider. Also, ich bin letztes Jahr nochmal 16 geworden. Aber 18 ist tatsächlich schon eine Weile her. Saug jetzt einfach alles weg. So, das habt ihr jetzt davon. Mit der glücklichen Musik und dem glücklichen Tod. Ganze schöne Kulisse. Einfach weggesaugt. Huch, eine Perle. Ach so, ja, das ist natürlich. Wie gesagt, ich habe mir heute den Kopf gestoßen. Mathe braucht ihr heute von mir nicht mehr erwarten. Geht's hier eigentlich auch noch weiter? Nö. Guck mal, Toad. Willst du meine Meerjungfrau von ganz nah sehen? Guck mal. Oh. Ups. Das hatte ich gehofft, dass das passieren würde. Huch. Oh, das ist hier aber tricky. Ist ja kein Platz eigentlich. Für so ein Kämpfchen. Jetzt ist seine Musik auch noch kaputt gegangen. Oh Gott. Na komm. Komm her. Aha. Und drin. Draußen. Anderson, hey. So, warte, all die Dinge. Unser Stream war super. Oh, Stardew. Ich versumpf gerade privat auch in Stardew Valley, Mann. Es ist so toll. XT2 ist wahrscheinlich Xenoblade Chronicles, oder? Das wird in der Tat eine Weile dauern. Die Schlangen kann man Strobo blitzen? Aber irgendwie ist es ganz lustig, wenn sie Luigi in die Nase beißen. Ja, Luigi ist Ultraliebe. Bin sehr verliebt in Luigi. Ich bin nur noch mehr verwirrt. Das tut mir leid. Aber ich bin alt. Belassen wir es einfach dabei. So. Ich erwarte nur von dir Unterhaltung und die bekomme ich auch. Und trotzdem bin ich dir deinen Prime-Sub nicht wert. Ist schon hart. Richtig hart. Dann findest du auch noch meine Emotes hässlich. Das hat mich sehr getroffen. Ja. Toad sagte, schieß mich herum. Was? Echt? Ob ich ihn wohl da hinten in die Löcher? Aber da sind Kanonen drin. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Hui! Ach, er freut sich so. Aber ich glaube, ich gehe ihn jetzt mal lieber abgeben, sonst sonst wird hier noch Amnesty angerufen. Das wollen wir auch noch nicht. Alt oder gereift? Alt. Schaust jetzt noch eine Folge deiner Sendung. Was guckst du denn Schönes? Aber dann sage ich schon mal gute Nacht und vielen, vielen Dank für den Raid. Ja, aussieht. Aber guck, er grinst. Er grinst. Er freut sich richtig. Uff. Ey, ich könnte ihn noch durch die Augen schießen. Warte mal. The Blacklist Staffel 5 mittlerweile? Das klingt in der Tat nicht schlecht. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß und nachher eine ruhige Nacht. Plup. Oh. Das war nicht das Auge. Die haben einfach so richtig Spaß, Mann. Ein bisschen von beidem. Also da ich mit einer Frau verheiratet bin, würde ich mich wohl doch sehr eindeutig in die LGBT-Schublade stecken wollen, in dem Fall. Ich schaff das nicht, Mann. Treff den nicht. Kannst du dich nicht verbuggen, bitte? Danke. Gott sei Dank kann er spawnen, Mann. Sonst wären wir jetzt richtig am Arsch. Es wäre auch ein bisschen einfacher, wenn ich sehen würde, wo ich hinschieße. Okay, ich glaube, ich schaff's nicht.
Jaha, verheiratet. Erst verpartnert, dann verheiratet. Ja, komm. Fokusnüsse raus. Jetzt nicht mehr. Ups. Der steht aber auch immer im Weg, der kleine Toad. Hier, räum mal auf. Mist. Dann gehen wir einfach dran vorbei. Ich dachte irgendwie, die Kiste blockiert den Weg. Tut sie aber gar nicht. Oh Gott, nein. Nicht den Toad fressen. Nicht den Toad fressen. Hier, du kannst Luigi fressen. Das ist okay. Bevor er den Toad isst. Nein. Geh doch mal weg da. Ich hab ihn sehr lieb, aber er ist manchmal ein bisschen im Weg. Gelinde gesagt. Ha. Ist noch eine Höhle. Kann ich da reinsaugen? Kann ich dich da reinschmeißen? Guck mal, Toad. Geh mal da hinter dem Wasserfall auf Exkursion. Plupp. Oh. Ups. kannst du noch mal herkommen? Oh, welches Dragon Ball? Muss man ja nachfragen. Es gibt ja inzwischen gefühlt 30 Dragon Ball Serien. Dragon Ball Z, GT, Kai, Super. Was darf's denn sein? Schade. 10 von 10 für Toads Landung. Das war schon nicht schlecht, oder? Das Schlimme ist, wenn ich einen Toad dabei habe, will ich ihn immer und überall reinschmeißen. Das ist einfach nicht gut. Yo. Dragon Ball Super habe ich, glaube ich, tatsächlich nur die ersten paar Folgen gesehen. Leider. Komm schon, das kriegen wir doch wohl hin. Nein. Wenn Luigi einfach klettern könnte. Das ist kein Hass, der freut sich. Der Chat sagt, der freut sich. So. Wird später noch gut? Ich habe tatsächlich sehr viel Gutes drüber gehört, aber dann habe ich irgendwann endlos Anime abgeschworen und gucke jetzt nur noch so 12 Folgen Anime leider. Hat ja keiner Zeit für sowas. Hey, da ist ein Juwel drin. Kannst du das rausholen? Schade. Flimm. Das kann man doch bestimmt irgendwie drehen. Das Problem ist, ich sehe jetzt auch nichts mit dem Toad. Martin, jetzt aber nicht alles vorsagen. Jetzt beruhigen wir uns mal wieder mit dem Backseaten. Bisschen selber denken lassen musst du mich schon auch. Aber Düsterland ist natürlich ein gutes Stichwort. Ich sauge gleich wieder Toad ein. Ich sehe das schon passieren. Ich glaube, ich will auch gar keine 100% machen. Ich weiß es noch nicht. Bin noch unentschlossen. Plupp. Aber ich sag mal, so gute 80% werden es bestimmt am Ende des Tages. Waren wir da unten eigentlich? 100% macht aber Spaß. Ja, aber wenn du mir alles vorsagst, dann mach ich's ja nicht. Dann kann ich's mir auch auf YouTube angucken. Ist ja da nicht Sinn der Übung. Das war jetzt auch nicht so klug. Oh nein, nicht ihr schon wieder. Toad, geh da weg. Das ist doch gefährlich. Ha, dieser kleine Schlimmel. Also ich finde es super, dass jemand da ist, der das Spiel zu 100% gespielt hat und der helfen kann, wenn wir festhängen. Aber so ein paar Minuten knobeln lassen vorher wär schon nicht schlecht. Wenn ich dann festhänge und verzweifle, schreie ich schnell genug nach Hilfe, das glaub mal. Ich glaube, mein Röhrchen hat ein Loch.
Das macht so komische Geräusche. Ich weiß auch nicht, also dass da so Strom rauskommt. Ist auch ein bisschen gefährlich. Aber hey, habe ich da dran eigentlich schon gedreht? Ja, ne? Huch. Letztes Mal ist da aber Geld rausgekommen und kein Fisch. Ja, siehst du. Ja, aber also ich überlege tatsächlich noch, ob wir, also ich will es jetzt erstmal durchspielen und dann können wir nochmal über die 100% sprechen. Aber ja, also ich überlege tatsächlich noch. Schauen wir mal. Bye-bye. Iji, man kratzt sich doch nicht einfach so am Po, wenn eine Frau zuguckt. Also wirklich. Gleich kriegt sie einen Anfall. Wieso hat sie eine King Boo-Statue da rumstehen? Oder ist das König Boo? Tatsächlich. Aufregend. König Boo, es hat eine kleine Panne gegeben. So kann man es auch nennen. Aber die Situation ist unter Kontrolle, wirklich. Wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings noch etwas mehr Zeit. Nee. Ich glaube, sie steckt auch gleich in einem Gemälde. Oh, wie böse er guckt. Da ist wieder das Polterkätzchen. Ihre wertvolle Kunstsammlung wurde um ihre besten Stücke beärmert. Die Toads sind jetzt allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Was du nicht sagst. Wohin sind die wohl gebracht worden? Du wirst es herausfinden. Wir sind dem Ziel ein gutes Stück näher, Luigi. Wir. Vor allen Dingen. Hab ich jetzt überhaupt einen Knopf? Ja, okay. Dann mal rein mit dem Knopf. Aber es sind ja auch nur noch 3 Knöpfe. Also jetzt noch 2. Der Fitnessbereich. Ja, also nicht, dass Luigi nicht genug Auslauf hätte. Aber dann macht sich jetzt hier Luigi noch ein bisschen fit für die Ladies. Hm? Ja, wenn man Mario und Peach tatsächlich zusammen finden würde, wäre das ja ein bisschen merkwürdig. Ich höre einen Brunnen plätschern. Ist das das Spa? Können wir erst im Spa vorbeischauen? So eine kleine Massage und dann ein kleines Schlammbad und wenn wir schon dabei sind. Nein? Okay, Hauptsache hier steht ein Telefon. Ist klar. Aha. Aha. Volle Schreckweg-Power. Hoppla. Da habe ich einfach die kleine Trophäe kaputt gemacht. Schade. Kann die Kamera nochmal wechseln, bitte? Nein. So schwer ist, dass du da noch nicht mehr rauskommst. Luigi ist also fett. Das ist das, was das Spiel mir sagen möchte. Ich meine. Okay. Sie sind nur zusammen dick. Hatte man in 1 und 2 echt 100 Leben und nicht 99? Ich habe beide nie gespielt, deswegen weiß ich es nicht so genau. Guck mal, die sind Wunschbrunnen. Einfach mal frech die Coins rausgesaugt. Das war die Strafe dafür. Zack, sind mir die anderen despawned.
Man muss aber schon sagen, in diesem Teil hat Luigi den schlechtesten Stundenlohn. Ich meine, wir haben jetzt 44.000, glaube ich. Und so den ersten Teil kannst du ja, wenn du Speedrunner bist, sehr schnell durchspielen. Und da kriegst du, glaube ich, 100 Millionen zusammen. Ja. Der Stundenlohn hat nachgelassen. Ja, das ist sehr hart. Yellow. Auf Kanal 3 läuft Musik, die perfekt für den Trainingsraum geeignet ist. Das sollte ich mir wohl merken. Hier einfach gar keine Musik läuft. Huch. Lauter Pokale. Aufregend. Ach, warte mal, da oben ist auch noch Geld. Nee. Wir nehmen all die Münzen mit, die ich sehen kann. Jo, ho, ho. Dann war ich lange nicht mehr im Gym. Hach. Jetzt hier so voll die Spooky-Musik. Da geht doch keiner gern trainieren. Hammer. Schredder. Der Schreckleck ist also auch ein Schredder. Aufregend. Nee, ich wollte nicht... Okay, dann pömpeln wir halt. Ich wollte zwar eigentlich hoch. Düsterlampen, aber das ist auch okay, glaube ich. In der Fitnessbranche liegt das Geld vergraben. Guckt es euch an. Ja, dann viel Erfolg, Martin. Ach, das ist nur das Büro. Ja, dann. Schön mit einem Luftbefeuchter. So einen ähnlichen habe ich auch. Die sind so im Winter bei Heizungsluft gar nicht schlecht. Kann ich empfehlen. Wenn ihr trockene Luft im Raum habt, gönnt euch Luftbefeuchter. Aber ich sehe hier schon eine Wasserspiegelung. Der arme Luigi, er kann doch nicht schwimmen. Finde ich in der heutigen Zeit auch ein Unding. Aber naja. Ist ja so, als Klempner nicht schwimmen kann. Ding! Solche klingeln ganz furchtbar. Phil! Hi! Na? Schön, dass du es auch zum Luigi geschafft hast. Huch! Hallo? Hat das jetzt eigentlich geklappt oder hat sich Luigi erschreckt? Hm, okay. Okay, hier geht's tatsächlich zum Pool. Huch. Jetzt wollte ich doch nur die Karte angucken, schon bewegen sich wieder Dinge. Okay, wir brauchen zwei Schlüssel auf jeden Fall. Ist einfach der Pfeil abgefallen. Erschreckt mich jedes Mal, wenn das passiert, aber es passiert ja immer. Eigentlich sollte ich mich nicht mehr erschrecken. Könnte man auch mal aufräumen, ey. Gott sei Dank ist Luigi jetzt da. Ja, die Kiste nehmen wir doch auch mal mit. Ja, ich habe kurz überlegt, Pokémon-Tag, aber irgendwie war ich dann nicht up to the task und dachte, geh lieber Geister jagen. War dann auch okay. Aber du hast voll den epischen Bosskampf gegen einen Hai verpasst. In der Piratenwelt. Hallo? Öffne es doch. Es sind drei Perlen drin, die lassen uns doch nicht entgehen. Kann den Pfeil nicht richten. Schade. Dann muss er jetzt nach unten zeigen. Drücken! Okay. Luigi ist nicht sportlich genug, um den Handtuchstapel wegzuschieben. Dann gehen wir halt in die andere Richtung. Ist ja noch eine Tür.
Ja, gegen einen Hai auf einem Piratenschiff. Das war sehr episch. Mach nochmal Ding Ding. Mir geht's ganz okay. Ich hab noch mega Kopfweh, aber... kriegen wir hin. Werde überleben. Ach so, dafür brauche ich einen Schlüssel. Ja, das ist jetzt natürlich... Huch. Wieso spielen die im Pool mit einem Volleyball? Das ist gefährlich. Es war ein Piratenhai. Der hatte so einen Haken als Flosse. Das war ziemlich cool. Das ist mein Knopf. Gib den wieder her. Und auf den Volleyball gegen die Scheibe zu schmeißen. Das ist gefährlich. Schon wieder so ein Fummelgeist. Immer diese Fummelgeister. Da muss ich gleich unseren Kollegen wieder rausholen. Luigi als Ablenkungsmanöver. Komm doch, wenn du dich traust, Fummeltrinchen. Jetzt hat sich's ausgefummelt. So. Oh boy. Luigi fühlt mich. Luigi ist mein Spirit Animal. Ich hoffe einfach nur, dass die morgen nicht weitermachen damit. Ich weiß auch nicht, wie Elektriker so einen mega Krach machen können. Das klingt halt, als würden sie eine Wand aufreißen, was sie wahrscheinlich tun. Aber ich bin deshalb so unglücklich, weil letztes Jahr hat das auch um den Dreh rum angefangen und dann den Rest des Jahres nicht mehr aufgehört. Und ich möchte nicht nochmal ein Jahr auf einer Baustelle leben, nachdem mir eigentlich beim Einzug versichert wurde, dass das ein sehr ruhiges Haus ist und hier ist nie irgendwas und tülülü. Und dann lebst du ein Jahr auf einer Baustelle. Verklagen sollte man sie, wie der Allmann, der ich bin. Weißt du, ey? Bist nur noch beschissen. Von allen und jedem. Richtig frech. Richtig frech. Oh nein, ein gelber Geist. Benutzt er da gerade eine Farbdose als Deo? Fragen. Denn der Rumpel war schon vorher da, aber... die Baustelle wurde uns so dezent verschwiegen. Und wir haben ja extra gefragt, weil wir ja vorher quasi in, auf, neben einer Baustelle gewohnt haben und das nicht mehr wollten, haben wir extra vorher gefragt, ja, ist es denn ruhig? Muss man denn damit rechnen, dass irgendwie hier nochmal Krach gemacht wird? Nö, nö, ist ein ganz ruhiges Haus. Tüdelü. Ja. Kein Monat hier gewohnt, gingen dann die Bauarbeiten los. Weiß Bescheid. Wo sind jetzt eigentlich die roten Hände? Ach, das sind ja die, die man einfach wegsaugen kann. Aber irgendwo ist noch einer. Da. Ja, so richtig groß. Lass ich mir dann beim nächsten Umzug auch einfach alles schriftlich geben. Dann geht's an den Anwalt und fertig. Menschen, ey. Auf das Wort von anderen Leuten kannst du halt echt nichts mehr geben. Denen ist nichts mehr heilig. Würden das auf ihre tote Oma schwören. Bin scheißegal. Das hat nicht so gut geklappt. Au, nicht schubsen. Kein Stream ohne Schubskreis. Dann machen wir jetzt halt alles kaputt, wenn es das ist, was ihr wollt. Ach, du bist da drin, okay. Und so. So, machen wir erstmal den dicken Dinger auf. Hoffentlich. Ach, Luigi, ziel doch auch dahin, wo ich hinziele, bitte. So.
Aua, immer schubsen die. So richtig ungezogene kleine Geister. Weil die schubst Geister. Ja, das ging aber schnell. Willkommen zurück, Martin. Jetzt demolieren wir aber schon noch die anderen Schränke, oder? Muss sich auch lohnen. Aber schon wieder ein Bosskampf im Pool, wahrscheinlich. Das wird aufregend. Ja, komm. Sehr schön. Ich will alle Trikots wegsaugen. Alle. War das ein Earthbound Easter Egg? Mit Ness, mit der Kappe und dem Baseballschläger? Nicht dran. Kann man den Wirrwarrturm alleine spielen? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es gibt ja noch den Polterpark und den Wirrwarrturm, aber irgendwas davon war doch Multiplayer only, oder? Aber also, angucken will ich mir die anderen Modi auf jeden Fall noch im Stream, ja. Wenn wir das Hauptspiel durchhaben. Ein Mäuseloch. Okay, ich stell's nicht in Frage. Schade. Alle Wege führen zum Pool. Und auch ein Pool. Riesige Boxhandschuhe. Kleine Arms-Anekdote oder was? Ich höre einen Geist spuken. Ist wahrscheinlich wieder hier auf dem Klo. Geister hier in Luigi's Mansion haben es schon mit Toiletten. Muss ich mal sagen. Gehen gerne aufs Klo. Ach ja, wenn man das sogar vielleicht mit euch im Multiplayer online spielen kann, wäre ja doppelt cool. Das können wir dann echt mal machen. Aber erst spielen wir den Luigi fertig. Sorry, ich wollte nicht stören. Bitte nicht werfen. Au. Boxen auch nicht. Ja, der schützt sich natürlich. Oh Gott, kann er nicht mit diesen super schweren Platten schmeißen. Eieieiei. Das war ich zu langsam. Oh Gott. Zwei gegen eines, fies. Alter, was hat der für eine Range? Hammer. Luigi, brauch dich mal kurz. Ja, jetzt werde ich sterben, weil ich gewagt habe, 3 Sekunden nicht hinzugucken. Das ist fair. Okay, danke. Einfach immer drauf auf den Kumpel. Ich wünschte, ich hätte ihn getroffen, hat aber leider nicht geklappt. Ja, komm doch mal her, lass dich mal beschmeißen. Na komm, wirf schon. Na los. Jetzt tu mir doch den Gefallen. Ist zu hart mit seinem Training beschäftigt. Immer Box der Milch, das ist voll gemein. Okay, er wird mir nicht mehr helfen, oder? Doch? Ja, klar, jetzt hat sie nicht getroffen, weil ich gesprungen bin, oder was? Fies. Nicht so schnell. Hey, da liegen Goldbarren. Der Lampe? Nein. Ja, nun. Polter Pinscher to the rescue. Uff.
Ja, sperr mich in der Ecke ein am besten. Holy Schaboli. Kannst du nicht einfach nochmal auf deinen Kumpel werfen? Das war so schön. Guck mal, fühl dich doch mal belästigt. Nein. Ach, ich kann ja pömpeln, ne? Aber eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Da. Hä? Das geht nicht? Ja, toll. Danke für nichts. Aber das kann doch nicht sein, dass ich darauf warten muss, dass er seinen Kumpel abschießt. Das dauert doch 100 Jahre. Bitte fassen Sie mich hier nicht an. Okay, ich kann das nicht aufladen und das gleichzeitig machen. Okay, okay, habe ich verstanden. Ja, nicht auf mich. Muss ich es vielleicht über den Spiegel machen? Boah, der ist aber auch so aufdringlich, Mann. Ist ja richtig furchtbar. Wo ist die Polizei, wenn man sie mal braucht? Okay, das klappt nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Punches ausweichen soll. Ich habe das Gefühl, ich bin 3 Kilometer weit weg, aber trotzdem trifft er mich die ganze Zeit. Voll am Schielen. Du Idi, renn halt nicht in die Gewichte. Ehrlich. Wieso trifft ihn das denn nicht mehr? Ist doch scheiße. Oh, danke. Geht doch. Es geht doch. Gut. Du stellst dich freiwillig, das ist sehr freundlich von dir. Dann muss man wahrscheinlich einfach Geduld haben. Leider bin ich im Geduld haben ganz schlecht. Vor allen Dingen, wenn es noch 54 Tage bis Animal Crossing sind. Es wird einfach nicht weniger. Also schon irgendwie, aber nicht schnell genug. Mann, nicht. Hallo? Oh Gott, komme ich da dran überhaupt? Ja. Animal Crossing wird so totgesuchtet, aber es ist immer noch nicht da. Es sind immer noch 54 Tage. Das sind ungefähr 55 Tage zu viel. Halt echt so. Ja gut, dass da nicht Luigi gestanden hat. Das kann mich doch nicht einfach anpinkeln. Hör mal. Ist ja voll frech. Flip. Die haben eine seltsame Baseball-Aufbewahrung. Aber ich stell's nicht in Frage. Jeder wie er mag. Flup. Da sind keine Baseballs drin. Basebälle? Baseballs? Spaceballs. Weiß ja auch nicht, wieso hier lauter Dollarscheine zwischen den Gewichten liegen. Und eine goldene Ratte. Aber das müssen wir wohl einfach so hinnehmen. Okay, wir sind aber noch geheilt. Hier ist noch ein Windeleimer. Ich werde für immer Windeleimer dazu sagen. Es sieht halt einfach aus wie ein Windeleimer. Not gonna lie. Aber wer das hier sieht und nicht die Assoziation Windeleimer hat, weiß ich halt auch nicht. Ist ein Windeleimer. Die gefährliche Bananenschale haben wir weggesaugt. Sehr gut. Na Luigi, was wiegst du denn?
Das Manipulieren vielleicht? Nein? Luigi hat mehr Angst vor der Waage als vor dem Raum. So wird es sein. Huch. Da habe ich wohl Elle zu früh losgelassen. Kapplan. So, Luigi. Jetzt machen wir mal ein bisschen Gewicht heben. Aber ich glaube, wir brauchen Luigis Hilfe dafür. Hab ich eben so schön getroffen. Was haben wir über das Backseat Game gesagt? Jetzt beruhigt euch doch mal alle. Wo sind denn eigentlich meine Mods? Wieso sagen die eigentlich nichts? Was ist denn hier los? Kiddas? Was ist denn heute los? Was seid ihr denn heute so spoilery? Ew. Wieso musste das denn jetzt auch noch sein? Komm jetzt her. Ist der Faden aus Titan oder was? Gut, dann nehmen wir halt die zuerst. Jesus. Jetzt muss ich sie auch runterblitzdingsen. Oder auch nicht. Mal treffen. Man, was ist das denn für ein Gym? Wo hier einfach Goldspinnen von der Decke hängen. Könnten sie nicht wenigstens pink sein? Have some decency. Wie die da einfach rumchillt. Ups. Sollte vielleicht nicht so lange warten, es despawnt ja auch irgendwann. Nein, das schöne Geld. Plupp. So, noch jemand? Nein? Gut, was ist mit dem Bild? Düsterlampe? Das ist auch nicht die Düsterlampe. Danke. Irgendwie will mein L-Knopf nicht so ganz. Hab ich das Gefühl. So, also, die Waage. Jetzt kann ich nicht mehr auf die Waage. Ach, da sind Dinge aufgegangen. Oh nein, Phil, was los? Wer hat dich geärgert? Ich box ihn. Quatsch, ist auf der anderen Seite. Ist ja ein Spiegel. Plopp. Kapflank. So, aber wie viel wiegt Luigi denn jetzt? Das größte Rätsel haben wir immer noch nicht gelöst. Ach, Menschen. Ja, geh mir weg. Wollen wir noch ein bisschen über die DHL schimpfen, die schon wieder Pakete von mir verbummelt hat? Ich bestelle im Moment eine Menge aus Gründen, die ich bald erzählen darf, aber noch nicht. Aber ich habe vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau wie lange, ein Spiel gepreordert, das nur auf 5000 Stück limitiert ist. Tüdelü. Es kommt alles ohne Probleme an. Kein Ding. Aber ratet, was in der Post verloren geht. Natürlich, das auf 5000 limitierte Stück Gaming. Weißt du, ich weiß doch auch nicht, warum. Jedes Mal. Es sind immer die limitierten Sachen, die ich ordere. Jedes Mal. Es ist so nervig. So, alle anderen Sachen kommen ohne Probleme an, wo es kein Ding wäre, einfach Amazon zu sagen, ey, schick nochmal. Bitch, komm jetzt runter da. Aber so die limitierten Sachen, die ich mir dann aus Japan bestelle, nee, die sind dann der Bums, der nicht kommt. Weißt du? Jedes Mal. Und es hängt immer auf deutscher Seite. Das Tracking geht bis zur Grenze und dann DHL so... Ja, also... Weißt du, jedes Mal. Ich will mich schon gar nicht mehr drüber aufregen. Aber es ist halt einfach so unglaublich. Okay, darum kümmern wir uns gleich. Aber es sind immer nur die limitierten Sachen. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen. Ob sie das riechen. Oh hey, das ist limitiert. Lass das mal verbummeln. Weißt du so? Ah, hier, Kanal 3, ne?
Jetzt geht hier die Party ab. Okay. 2. Seit 2 Monaten? Warte, wie guckst du dann den Stream? Aber das geht halt auch gar nicht. Das war das Einzige, wo ich echt froh war, was beim Umzug so reibungslos geklappt hat, dass das Internet einfach direkt da war. Ich hatte mich schon auf monatelang ohne Internet eingestellt. Aber glücklicherweise ging das dann. Huch, ist der Pöppel natürlich despawned. Oh Gott, mit Daten. Aber ich hoffe, dann guckst du auf 180p. Twitch ist so data-hungry, das ist nicht mehr lustig. Aber da fühle ich mich sehr, sehr, sehr geehrt. Und der Luigi erst. Was kann man denn jetzt hier alles machen? Windeleimer. Ist im Trainingsraum auch sehr wichtig, einen Windeleimer zu haben. Ein Laufband, 2 Laufband, 3 Laufband und Spinningräder. Hi, Mäuschen. Da ist schon wieder das Mäuschen. Na? Luigi auf dem Laufband. Ist das so eine gute Idee? Der kann ja gar nicht abspecken. Luigi? Komm mal. Mach du das mal. Flup. Wie Luigi einfach rübergeschoben wird. Aber guck mal, er hält sich gar nicht schlecht. Ist eigentlich sogar schneller gelaufen als Luigi, glaube ich. Oh Gott. Das ist schnell. Ich habe übrigens Angst vor Laufbändern. Genau deswegen. Ihr würdet mich im Fitti niemals auf einem Laufband sehen, weil ich würde einfach so hart auf die Fresse fliegen. Hey, da ist eine Kiste auf dem Balkon. Deswegen, also Laufbänder und ich. Das wird nichts. Ja, vielleicht wäre es andersrum aber besser, wenn sich Luigi einfach zum Bodybuilder formt. Und Luigi dann automatisch auch, you know. Warte mal, wo geht's auf den Balkon? Nicht von hier. Nicht aus dem anderen Raum, aber ich brauche eh noch einen Schlüssel, ne? Also, Luigi kann ja keine Räume wechseln. Vergesse ich manchmal. Wir müssen ja auch noch den Spinning-Kurs. Räder sind sowieso viel, viel, viel besser als Laufbänder. Laufbänder sind viel zu gefährlich. Weil die Tür ist jetzt zu, ne? Metal David, schön, dass du reinschaust zum Luigi. Aber woher weiß ich denn jetzt, was Channel 3 ist? Das müsste ja jetzt eigentlich Channel 4 sein, oder? Oder richtet sich das nach da oben? Nee, das ändert sich nicht. Oder doch? Aha! Jesus Christ. Ich glaube, er ist auf dem Laufband. Hallo? Ah ja, hier. Sie sind auf dem Laufband. Aufregend. Ich hätte vielleicht erst die Goldgeister nehmen sollen. Naja. Hinterher ist man ja immer schlauer. Oh. Na komm. Komm zu Mama jetzt. Okay. Das Juwel haben wir schon mal. Später bewundern. Ja, jetzt ist er nämlich gespawnt, Luigi. Weil du das Juwel so lange angeguckt hast. Wird wohl nix mit dem Highscore-Rekord. Aber verschwindet der andere nicht auch irgendwann?
Der Diamantengeist. Ja, Spyro kann mich mal. Wenn die das fixen, versuche ich es gerne nochmal. Aber ich spiele kein des Todes verbuggtes Spiel fertig. So nämlich. Vielleicht irgendwann. Der haut nie ab. Verdammt, das hätte ich früher wissen müssen. Naja. Gut. Ist in den Fahrrädern noch was drin? Ist das eigentlich Cheaten? Können wir vorwärts fahren eigentlich? Wir pusten so selten. Okay, vielleicht bleibe ich beim Saugen. Ist ja auch ein Staubsauger und kein Staubbläser. Wenn das dann alles in die Hölle geschossen wird. Ich meine, wer im Stream dabei war, hat ja gesehen, wie buggy dieses Bonuslevel einfach war. Und, ja, sorry, also. Warum soll ich mir die Mühe geben, wenn sich Activision die Mühe nicht gibt? Sehe ich halt nicht ein. Dann spiele ich lieber ein gut programmiertes Spiel. An dem dann höchstens ich zu doof bin, wenn Sachen gerade nicht funktionieren. Aber es hat keine Lags, es hat keine Frame-Einbrüche, es buggt nicht rum. Es ist einfach ein schönes Spiel. Weißt du? Spiele ich lieber ein schönes Spiel. Okay, das ist nicht die Lösung. Kann doch nicht einfach nur Wasser machen. Ich habe obviously eine PS4, weil Spyro haben wir nicht auf der Switch gespielt. Und ein Gaming-PC. Also ja, ich habe nur keine Xbox. Und einen Haufen alter Konsolen. Aber die müsste ich erst anschließen. Gut, das mit dem Wasser habe ich jetzt nicht verstanden, aber wir gehen erstmal einen Raum weiter angucken. Habe ich es nicht dazu geschrieben? Vielleicht habe ich es vergessen. Aber ich habe es ungefähr 30 Mal gesagt, weil alle immer so, ist das Spyro für die Switch? Leider nein. Ich glaube, auf der Switch haben sie auch Spyro... Oh, oh. Jetzt kommt gleich der Yoga-Trainer aus Wii Fit. Haben sie es, glaube ich, auch nochmal gefixt. Weil was ich so von der Switch-Version gesehen habe, war die nicht so mega buggy, aber da hatten sie ja auch noch ein Jahr Zeit. Ich saug erstmal den anderen die Handtücher weg. Jetzt Luigi als Vorturner. Und eins und zwei und eins und zwei und links und rechts und links und rechts. So, jetzt habe ich die nur eingerollt. Ne, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie an der Switch-Version noch ein bisschen geschraubt haben. Und es gibt auch eine zweite PS4-Version. Weil es noch eine Disc-Version gibt, wo alle Spiele drauf sind auf der Disc und nicht nur die erste. Da haben sie es vielleicht auch gefixt. Aber irgendwie haben sie es wohl nicht für nötig befunden, den Patch dann auch hochzuladen. Also. Tja. 100 Kilo Bank drücken? Ja, dann. Gibt's da Lampe? Schade, aber da sind ja auch so Bilder im Hintergrund. Nee. Ach, der Geldsack ist noch gar nicht da. Das erklärt's. Wie kann ich denn den Geldsack nicht einsaugen? Klopp. So, also wir haben hier... grüne Matten. Wir haben grüne Poster. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte schon welche weggesaugt. Habe ich auch. Weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache. Okay, die spawnen wieder. Das heißt, ich... Kann ich das jetzt auch wegmachen? Okay. Ist das etwa eine Art Memory?
Ich kann die ja auch so aufrollen. Warte mal, ist das jetzt zurückgespawnt? Nee, warte, das müsste eigentlich die andere Seite sein, oder? Aber unten oben. Das ist vorne. Okay, warte mal. Ich sage es extra, weil es positive Geldsäcke sind, damit wir vom negativen Geldsack mal wegkommen. Ich kann die andere Seite ja gar nicht sehen. Das heißt, ich muss das mal schieben. Okay, wenn ich das hochgerollt habe, muss ich das hier auch hochrollen. Das war jetzt relativ einfach. Wenn das jetzt schon alles war, war das ziemlich einfach. Aber ich fürchte, das war noch nicht alles. Nicht hier rein. Na, ich geh wieder zurück. Okay, da ist noch ein Geldsack. Tülü. Nein, warum kann ich L und R nicht gleichzeitig drücken? Ja, es sind ja, manche Menschen sind in der einen Sache besser und manche in der anderen. Das ist so ein Rätsel, das fand ich jetzt super offensichtlich. Mit dem Spiegel und so. Und jetzt kommen wir nämlich auch auf den Balkon. Ach, David, das tut mir leid. Lass dich einfach vom Luigi verzaubern, der gleich in den Tod stürzt. Das hat jetzt nicht so gut gepasst. Aber lass dich einfach vom Luigi verzaubern. Der jetzt hoffentlich nicht gleich hier runterfällt. Weil das ist ja das Schöne an so Spielen, weil den einen Leuten liegen diese Spiegelrätsel mehr. Ich hing dafür. Und was hing ich denn so mega krass? Ich hing an irgendeiner Sache halt auch ewig lang, weil mein Gehirn einfach so, hä, nee, raff ich nicht, blick ich nicht. Ich habe die Angewohnheit, immer ein bisschen zu kompliziert um die Ecke zu denken. Aber so Spiegelrätsel? Geht. Lass mich lieber von Rosalina verzaubern. Aber Rosalina kann keine Geister jagen. Darf ich nicht Yogamatten aufsaugen? Nein. Na gut. Vor allen Dingen ist sie ja voll offensichtlich das Loch in der Wand. Na, David, weiß man nicht. Wenn der Luigi einen schlechten Tag hat, würde er das vielleicht auch tun. Aber ja, das sollte man nicht machen. Das ist nicht nett. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir das nicht machen? Warte, sitzen die vorne oder hinten? Vorne. Erstmal den Fummel, die Fummeltrine. Wie wieder so ein Millimeter gefehlt hat, um die anderen zu treffen. Just my luck. Yeah. So, komm jetzt mit dem Großen auf die Kleinen. Nee? Gigi. Uff. Oh, jetzt ist er aber sauer. Guckt euch den kleinen Stinker an. Ach, der Große lebt auch noch. Ich dachte, du wärst tot. Au. Das war wohl nicht aufgeladen genug. Ja, komm. Tada. Jetzt habe ich mir selber keinen Gefallen getan, aber zum Glück ist Luigi schmal. Mario hätte nicht dahinter gepasst. Rosalina kann mit Maggi alles, sogar kochen. Ha, ich mag leider nicht so, dass... Also, wenn wir jetzt von dem Maggi in der Flasche reden... Auf die übergroße Nase. Die hat heute schon mehrere Schlangenbisse hinter sich. Ich glaube, die spürt eh nichts mehr. Kannst du, glaube ich, draufschlagen, so viel wie du willst. Aber hier geistert es, glaube ich. Das ist mein erstes Luigi's Mansion. Ich habe weder den ersten noch den zweiten Teil gespielt. Deswegen vergesse ich auch die Düsterlampe andauernd. Ist
doch noch. Ah, nee, ist nur der Luftbefeuchter. Kann man da eigentlich rausgucken? Schade. Ja gut, der, dann gehen wir mal durch die Tür. Flupp. In die Nebelkammer. Ist das eine Sauna? Ich hoffe nicht. Es ist eine Dusche. Noch besser. Können Geister überhaupt duschen? Das ist hier doch nur schon wieder Fluidi-Mobbing. Als ob die vor allen Dingen auch so heiß duschen müssten. Noch ein Geist. Okay, kann ich das Wasser abdrehen? Kann ich. Dann drehen wir den erstmal das Wasser ab. Dann sieht man hier drin vielleicht auch mal was. So, na guck mal. Da wollten die mich einfach bitch-slappen. Au. Ich hab ihn noch gesehen, aber Luigi hat sich nicht schnell genug umgedreht. Diesmal schon. Und der duscht einfach weiter. Seine Freunde sterben, weißt du? Und er so, ja, nö, ich mach die Dusche wieder an, ne? Das stört doch keinen, oder? So ein Schlimmel. Ich hätte nicht in der Wand blitzen sollen, vielleicht. Das war nicht so smart. Lässt du das wohl? Man schleicht sich nicht von hinten an andere an. Das ist unhöflich. Genau so ist der bestimmt zu Tode gekommen. Hat sich angeschlichen und dann hat die Person halt ausgeschlagen, weil sie sich erschrocken hat. Ach, Scheiße. Und so ist er zu Tode gekommen. Hat nix gelernt. Nix. So, wo sind jetzt die Fummeltrien? Mann, 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 Mann. War das Geld? Können wir jetzt erst kurz den blauen vielleicht? Nein? Dann erst die Fummeltrine. Oder einfach 2 in 1. Warum denn nicht? Wie die ist eigentlich... Okay, ich kann nicht... Ich kann keine Romane lesen gerade. Das geht leider nicht, sorry. Ich komme gleich auf dich zurück. Ey! Schubst dir einfach. Hammer. Digi-Time. Ich muss nur aufpassen, der flutscht nämlich bestimmt da unten rein. Hier, guck mal, den könnt ihr angrabbeln. Und nochmal. Oh, es ist so schön, wenn man die so gegenseitig schlagen kann. Ja, vielleicht bekommt er ja dieses Mal die Frau. Abwarten. Dafür hat der Inigit theoretisch einen Freund fürs Leben gewonnen. Ich mach. Ist vielleicht besser als eine Frau, die sich nur dauernd von Bowser entführen lässt. Eigentlich gar keinen Bock auf mich hat, den Typen sogar zweimal heiratet. Nein. Ja, muss man sich dann schon fragen, ob man Peach überhaupt will. Wenn man nicht gerade Bowser ist, meine ich. Ja, Schmusekater. Ich hatte heute auch ganz viel Schmusekater. Das war voll schön. Wo ist jetzt eigentlich Luigi hingeflutscht? In die Pfütze wahrscheinlich. Der arme Kleine. Plopp. Oh nee, nicht schon wieder Piranha. Komm her. Ob ich jetzt da nicht drankomme. Ja, komm. Klein vielleicht. Schade. Will aber. Kann ich ihm das Wasser vielleicht ablassen? Aha!
schlimm. Ich bin übrigens super traurig. Es sind ja jetzt Ghibli-Filme auf Netflix. Aber der beste Ghibli-Film ist nicht auf Netflix. Was soll das? Dieses Grave of the Fireflies nicht auf Netflix. Unverschämt. Ist wahrscheinlich zu traurig. Das Schleudern mit den Geistern ist eine gute Idee. Im Luigi's Mansion 1 Remake auf 3DS gab es im Hardmode einen Raum, wo man nicht richtig kämpfen konnte, weil die Geister im Sekundentakt gespawnt sind. Uff. Das klingt aber richtig hart. Shiny! Ahoi, ahoi! Na? Schön, dass du vorbeischaust beim Fluigi-Abenteuer. Oh, ich habe jetzt, glaube ich, auch einen Fehler begangen. Ja. Da müssen wir nochmal runter. Ist ja auch doof, dass er da nicht mehr hochkommt. Hier ist nichts mehr. Okay. Dann können wir hier noch gucken. Immer diese Krabbendinger, wo dann gar keine Krabben drin sind. Schade eigentlich. Aber ich glaube, da waren noch ein paar Perlen drin. Huch. Und Wasser. Offensichtlich auch Wasser. Okay, da geht's wieder zurück. Okay. Ist etwa schon Boss-Time? Sieht nämlich ein bisschen so aus. Oh, mir geht's ganz okay. Ich habe Kopfweh, aber ich lebe. Wie geht es dir? Luigi hebt meine Stimmung zumindest essentiell. Das ist schon mal ein Vorteil. Trotzdem fände ich es gut, wenn Menschen einfach aufhören könnten, mich mit Bauarbeiten zu belästigen. Es kann doch nicht so schwer sein. Immer diese Rumbohrerei. Richtig frech. Ich darf gar kein Aspirin nehmen, also nein. Aber danke trotzdem. Weil wenn ich immer Schmerztabletten nehmen würde, wenn ich Schmerzen hätte, wäre ich leider schon tot. Deswegen schwierig. Für so ein bisschen Kopfweh. Der hat nur voll wenig Leben. Das heißt, der ist voll tricky bestimmt. Das ist doch, glaube ich, nicht so wie die Domäne hier. Aber ich guck mal. Ja, genau das habe ich nämlich befürchtet, dass er das tun würde. Aber wenn Fluidi auf die andere Seite käme. Dann kann der nämlich an der Maschine da rumspielen. Schneller. Oh boy. Ja, das macht dich jetzt wütend, ne? Das macht dich jetzt wütend. Oh Gott, Völkerball in der Schule, ja Mann. Ja, Polterpinscher, ich hab's doch verstanden. Geh du mal lieber aus dem Weg. Oh. Jetzt hat er mich erwischt, na gut. Ich bin super müde, aber mir geht's richtig gut. Ja, das ist doch schon mal... Müde sein ist ja nicht immer schlimm. Wenn man was gemacht hat, wofür sich's lohnt, dann... Ist das doch super. Voll doof, dass der mich jetzt hinter der Säule getroffen hat. Guck mal hier. Luigi tut das Wasser zum Glück ja nicht weh. Boah. Ey, wer Killcounter macht, fliegt raus. Mach mir keinen Stress. Das kann ich nicht haben. Sonst mache ich nämlich einfach den Chat zu so lange und dann kann ich nicht mehr so lange mit euch reden. Willst du das? Ich glaube, das willst du. Nicht mehr. Okay, wenn mich die Säule nicht schützt, muss ich eigentlich in einem Go rüberlaufen. Okay, okay. Ach, er hat ja eine Sonnenbrille auf. Oh, man muss das in einem Go machen. Ja, das habe ich nicht gesehen.
Na gut. Dann halt nochmal. Komme ich eigentlich auch so rum daran? So rum ist irgendwie scheiße. Ja, ja, Polterpinscher. Weißt du, mach doch selber. Wie wär's denn damit? Guck mal hier. Sehe ich so aus, als hätte ich heute Reaktionsvermögen? Hammer. Das kann jetzt dauern. Wieso ist er denn jetzt... Oh, Alter, flieg halt nicht nach links raus. Was soll denn der Scheiß? Jetzt ist auch noch mein Trink leer. Weißt du? Kommt immer alles zusammen. Das hätte ihn jetzt eigentlich auch treffen müssen, aber egal. Nee, ich will keinen Tipp. Ich will keine Kopfschmerzen haben, aber das wird nicht gehen. So. Okay, ich muss ihn ja irgendwie mit Luigi ablenken, damit Luigi da sein Ding machen kann. Jetzt hat er es kaputt gemacht? Was ist das denn für ein Assi? Also dich kann ich schon mal gar nicht leiden, Bruder. Denn mit dem kaputt. Wie weit kann ich denn wegbleiben? Nicht weit genug. Wo ist Luigi? Hä, was ist passiert? Hä, warte mal, ich komme gerade nicht klar. Hä, was ist passiert? Wieso ist Luigi weg? Ist da Wasser? Ich sehe es doch nicht, Mann. Was ist denn hier los? Alter. Ach, das respawnt. Okay. Es sind immer die Poolbosse. Aber er hat doch auf Luigi geschossen, hä? Guck mal, ja guck mal, der Luigi. Nicht die Düsterlampe, oder? Nein, okay. Ich fände es trotzdem ganz süß, wenn sich der Pinscher einfach mal nützlich machen würde, weißt du? Aber also, wenn ich da die ganze Zeit schnell hin und her schalten muss, kannst du knicken. Dann wird das in diesem Theater nichts mehr. Ich war im Völkerball immer als erstes draußen. Ich hasse Völkerball. Ich finde Völkerball einfach nur doof. Okay, gib mir doch einen Tipp. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Ich kann nicht so schnell switchen. Ach, ihn mit Bällen abschießen. Ja, das macht natürlich Sinn. Oh, Jesus, bist du anstrengend, Mann. Und ich dachte, der Typ mit den Stacheln wäre scheiße gewesen. Das hat ihn jetzt aber fast gar nicht aufgehalten.
Kann ich ihn einfach so ablenken? Ich hab den nicht getroffen, ehrlich. Oh. Ja, natürlich. Ich hab den Ball ja sogar noch an meinem Schreck weg. Also, Hitbox ist aber heute nicht, ne? Wisst ihr was? Ich gehe erstmal aufs Klo. Ich kann diesen Kampf mit dem Wasser nicht mit voller Blase. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Es geht einfach nicht. Sonst mache ich mir in die Hose. Das wollen wir alle nicht. Also bis gleich. Auf ein neues. Ist halt so der denkbar schlechteste Boss, weil ich kann eh nicht zielen. Schon gar nicht unter Stress. Jetzt habe ich meine Jacke nicht angezogen. Moment. Sehen wir gleich, ob ich bereit bin oder ob ich einfach offline gehe und penne. So ein richtiger Montag, Mann. Warum sind wir eigentlich so gut wie tot? Jetzt auch nicht mit einverstanden. Weißt du, der Polterpinscher müsste einfach nur am Rad drehen. Könnte so einfach sein. Aber ist ja einfach ein Snitch. Weißt du? Genau deswegen sind Hunde schlechter als Katzen. Ups. Ja, natürlich muss es bis ganz links, der halbe Millimeter, weißt du? Leck mich doch einfach am Arsch, Mann. So ein Bullshit. Das war jetzt richtig unnötig. Dass Fluidi in die falsche Richtung geschickt habe, war auch richtig unnötig. Schafft das noch bis zur Säule? Schneller! Oh boy. Wehe, du lässt sie jetzt da treffen, Fluidi, ne? Dann gibt's aufs Maul. Aber richtig. In so einem halben Millimeter. Es war doch im gelben Bereich. So frech. Montage. Wer unterschreibt eine Petition, dass Montage abgeschafft werden? So, ich hoffe, er wird ins Klo gespült, Mann. 20 Minuten. Oh, shit. Mein Beileid. Kein Mitleid. Warte, wie komme ich da runter? Hier. Oh nein. Wenn du dich jetzt befreist, Bruder, ne, dann bringe ich mich um. Dann verfolge ich dich als Geist. Warte, ich komme doch gar nicht dran. Ich komme doch gar nicht an ihn dran. Als ob mich das jetzt getroffen hat. Ich sehe es einfach nicht mehr. Wir gehen nach dem Boss schlafen, glaube ich. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe das nicht kommen. Ich glaube, ich krieg Migräne. Ich sehe das. Ich sehe auf dem linken Auge nichts. Doof. Das ist jetzt richtig doof.
was auch immer der schießt, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Das ist beunruhigend. Macht mich ein bisschen panisch gerade. Können wir das nicht machen einfach? Ach so, warte, ich muss den ja noch. Letztens hin. Ey, so ein unnötiger Tod, Mann. Aber ich hab das legit gerade nicht gesehen. Ey, wenn das jetzt in den Abfluss fällt. Danke. Oh mein Gott. Es könnte so einfach sein. Verstehe auch immer noch nicht, warum der Volleybälle hat. Es gibt doch Wasserbälle. Mein Volleyballer-Herz weint. So. Rundweg geschaffen. Können wir uns ja noch mal kurz umgucken. Aber vielleicht sollte ich danach tatsächlich offline gehen. Ich will eigentlich nicht, aber wenn ich jetzt schon Dinge nicht mehr sehe, war es vielleicht doch ein bisschen viel heute. Ich habe lange Volleyball im Verein auf Turnieren gespielt, ja. Deswegen ist jetzt auch mein Handgelenk kaputt. Macht das nicht. Ist eine tolle Sportart, aber sie macht einen leider auch ein bisschen sehr kaputt. Kann ich den Pool jetzt eigentlich wieder füllen? Nein. Fluigi hat es kaputt gemacht. Schade. HD. Aber für Bahnschwimmen ist der Pool auch ein bisschen klein. Das sind keine 25 Meter. Rumpel. Badminton ist auch nice, das stimmt. Aber da gab es bei uns keinen Verein für auf dem Dorf. Das haben wir nur in der Schule immer gemacht. Volleyball ist auch nice, aber dass ich jetzt verschobene Handgelenksknochen habe, war im Volleyball leider nicht so nice. Das ist die dunkle Kehrseite des Sports. Leider, leider. Leider hat es auch Schattenseiten. Immer und immer wieder auf die Handgelenke fallen, ist halt auch nicht so gesund. Vor allen Dingen würde ich es auch immer noch voll gern spielen, aber ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Ding, ding, ding. Ding, ding. Ach, das war ja einfach. Ein Rhythmusrätsel. Das hätte man ja auch mal gleich ahnen können. Na komm. Putt, 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 putt. Oh Gott. Oh nö. Nicht der schon wieder. Nicht der schon wieder. Die hasse ich am allermeisten. Das sind so richtige Fummeltrien-Geister. Die sind richtig schlimm. Da brauchte ich doch auch beide für, ne? Einer hier. Und einer. Dein Ernst jetzt? Ich habe nur eine halbe Sekunde losgelassen. Einmal. Zweimal. Und rausreißen. Ha. Ich glaube, ich könnte genau einmal einen Ball draufkriegen und dann wären die Knochen komplett vorbei. Und dann würde ich nie wieder irgendwas mit meiner rechten Hand machen. Das ist so, was ich glaube, was passieren würde. Deshalb machen wir das lieber nicht.
Da gucke ich lieber Haikyuu gemütlich auf dem Sofa. Da kann nicht so viel bei passieren. Was ist das hier eigentlich? Müll. Können wir die Kameraperspektive eigentlich nochmal wechseln? Ich hätte gerne auch noch diese Trophäe da. Aber so komme ich nicht dran. Trophäenschrank leer machen. Ich bin abgerutscht. Das muss man doch nicht gleich bestrafen, nur weil mir mal der Finger wegflutscht. Die meisten Unfälle passieren zu Hause. Nicht auf meinem Sofa. Keine Sorge. Mein Sofa ist safe. Knopf Nummer 14. Oh yeah. Oh nein. Oh nein. Ich wusste, das würde nochmal passieren. Aber ich dachte früher, dieses ungezogene Kätzchen. Nice Kitty. Good Kitty, nice Kitty. Beautiful Kitty. Ja, irgendwann wird Rumpel durch die Decke brechen, aber seine Badewanne ist woanders. Ich glaube, er hat nicht mal eine Badewanne. Von daher sind wir safe. Ist sie denn jetzt so schnell in den Pool gekommen? Was will die da überhaupt? Ist das eine Bengalkatze? Ich wollte generell aufgehen, weil ich glaube, ich Migräne kriege. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, hasse ich mich nächstes Mal dafür. Das Kätzchen fangen wir noch. Ist in den Pool gegangen, oder? Und dann schmeiß ich vielleicht Triptane ein und dann gucken wir mal, was das Leben so bringt. Also wenn ich morgen nicht schwimme, wisst ihr schon mal warum. Irgendwie hört das nicht auf. Das ist schlecht. Oder doch. Oh, yes. Ja, Migräne ist leider so richtig hässlich. Das wird aber dauern. Oh nein. Kätzchen. Na, ja, ich guck mal, wie lange es noch geht. Aber so mittendrin abbrechen ist halt scheiße. Migräne ist ein Lebewesen. Ein richtig arschiges. Seid einfach froh, wenn ihr noch nie Migräne hattet. Man kann sogar Migräne und Kopfschmerzen gleichzeitig haben. Für sie getestet. Und ja, das ist nicht dasselbe. Und nein, das macht keinen Spaß. Da dachte ich sterbe. Luigi, komm mal rum, ich sehe nichts. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Simba. Hi, Simba. Heißt das jetzt, sie ist durch die Tür gegangen? Also, durch die Wand. Yellow. Der Verfolgeteil ist ja nicht das Schlimme. Der Kampfteil wird das Schlimme. Kannst du nicht die Handtücher kaputt machen? Mann, Polterpinscher, die waren bestimmt teuer. Aber dann wiederum wäre es auch nicht das erste Mal, dass ich mit Migräne streame. Ich krieg das hin. Ich bin hart im Nehmen. Hm.
Schade, jetzt wollte ich sie ihm ins Gesicht boxen. Geht nicht. Wurde gezeigt, wie es geht? Achso, beim ersten Mal. Ich weiß aber schon nicht mehr, wie das ging. Haben wir also nicht gewonnen. Drei Wochen her, als ob ich das noch weiß. Da haltet ihr aber große Stücke auf mich. Wer hat denn all die Baseball-Handschuhe hier unten gelagert? Das ist aber unhygienisch. Oh. Ich erst da reingehen sollen. Manche Sachen vergesse ich sogar über Jahre nicht, aber Dinge wie Polterkätzchen besiegen. Naja, ne? Prioritäten und so. Oh Mann, dieser Kackhandschuh, das gibt's doch nicht. Und ich dachte, Toad wäre auf dem Weg. Ich blitzdings die jetzt einfach. Holy shit, Schwester. So. Halbe Bande schon mal weg. Will die sich jetzt mal entscheiden, aus welchem Loch die rauskommen? Ist ja unerhört. Zum Glück reicht's, wenn man die nur so leicht andingst. Alle Mäuse in Umkleide erledigt. Wahnsinn. Seid nur wegen der Trophy alles despawned. Slow clap. Wenn du ihr gegenüberstehst, wird dein Langzeitgedächtnis dich nicht mehr im Stich lassen. Ich weiß nicht so genau. Wir werden es erleben, schätze ich. Magst du die Düsterlampe? Ja. So ein Süßer. Ist nur die Frage, wo die Katze hingerannt ist. Kitty, 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 Kitty. Luigi hat zumindest mal Angst. Das heißt, sie kann nicht so weit sein. Wow. So, da kommt noch mal Geld raus. Ja. Au, hey. Hat die mich gerade aus dem Boxsack geslappt? Hat sie. So ein böses Kätzchen, weißt du? Und der Hund liegt daneben und pennt. Also wirklich. Richtig frech. Ach, den Little Mac. Kann sie nicht boxen. Kann sie nur pömpeln. Vielleicht. Kann ich sie pömpeln? Kann ich nicht. Dafür kann der Hund aber süß sein. Also das Kätzchen ist potenziell viel süßer. Ist nur auch eine kleine Bitch. Katzen halt so sind. Kann ich das hier mitnehmen? Achso, warte, wir haben ja Boxhandschuhe. Da war ja was. Boom. Weißt du, ich hätte sie jetzt versucht, mit den Gewichten abzuwerfen. Das hätte ich viel lustiger gefunden. Oh nein. Warte, warte, mein Geld. Wir können gleich spielen. Ich muss erst mein Geld holen. Nein? Okay. Dann nicht. Ist voll gefährlich mit den Hanteln. Oh oh. Ja, genau das meine ich. Das ist voll gefährlich. Und du stehst daneben und freust dich. Was bist du für ein böser Hund? Ach, da ist auch noch ein Pedobär. Ja, sehr gut. Das kann ja heiter werden. Aber voll die hübsche asiatische Musik plötzlich. Achso, wegen dem Kätzchen wahrscheinlich. Jetzt reicht's aber mit euch. Oh nein, auch noch ein roter. Seriously? Ein bisschen viele auf einmal vielleicht. Wo ist Luigi überhaupt hier?
Wollen wir mal ein bisschen chillen? Wir werden jetzt nicht die Hunde versus Katzen-Diskussion führen. Das verlierst du. Ich hab zwei Katzen. Ich bin ein Katzenmensch. Ende der Diskussion. Jetzt habe ich ihn platt gedrückt. Ach, wenn der Luigi sich mal umdrehen würde, wie ich das will. Das wäre auch schön. Habe ich jetzt wenigstens den Pornobär weggemacht? Also den Pedobär? Ich glaube ja. Die Roten sind eigentlich gar nicht schwer, aber sie treffen mich immer. Und er mag ja süß sein, der Polterpinscher. Aber er ist zu nichts zu gebrauchen. Er guckt einfach zu, wie sein Herrchen vermöbelt wird. Ich meine, was ist das denn für ein Hund? Das wäre mir mit Lassie nicht passiert. Das wollen wir nur gerade mal festhalten. Das wäre mir mit Lassie nicht passiert. Der Polterpinscher findet das einfach nur furchtbar lustig und ergötzt sich an Luigis Leid. So sieht's nämlich aus. So ein richtiger, heimtückischer, kleiner Scheißer. So. Ja, und jetzt kommst du wieder an und willst Leckerli, ne? So. Ich glaube, es hackt. Aber zum Glück kommen hier unendlich Leben raus. Polterpinscher ist eigentlich voll dreist. Bin ich hier lang gegangen? Das war ja eben auch nach oben. Ist hier wohl nach oben gegangen? Ich war so mit dem blöden Hund beschäftigt. Der lenkt einen noch voll von der Katze ab. Nicht in Ordnung. Yoga-Katze? Keine Yoga-Katze. Dann schneiden wir jetzt den Weg ab, wenn sie nach rechts gegangen ist. Oder auch nicht. Er kommt einfach durch den Spiegel. Vor allen Dingen voll aufdringlich. Huch. Plöpp. Ist hier gerade eine Ratte? Ne, es war der Polterpinscher, ne? Ich kann Dinge nicht mehr auseinanderhalten. Sollte einfach schlafen gehen. Aber ich hasse es, Sachen unfertig zu lassen. Ich kann das nicht. Also suffern wir jetzt alle zusammen hier durch. Ja, wo ist das Kätzchen? Ja, sag doch mal. Ja, mach dich doch mal nützlich. Ja, wo ist denn das Kätzchen? Doch. Alles muss man selber machen. Heiner? Hat die da ein Messer? Nein, okay. Das ist nur so ein Weidending. Jetzt habe ich aber gerade kurz ein bisschen Angst gekriegt. Ich dachte, die kommt jetzt und messert mich tot. Das wär's ja noch. Ich lass ab. Ich lass gleich ab, sobald wir die Katze gesnatcht haben. Hab ich nur was zum Werfen? Ich kann nicht mit Handschuhen durch die Tür gehen, ne? Das heißt, ich muss das irgendwie anders lösen. Weißt du, wenn der Polterpup wenigstens wie tot wäre, dann könnte ich ihn jetzt da hochwerfen. Aber nein. Auch das geht nicht.
jetzt die Fußabdrücke weg sind. Hoch. Kann sie nicht anpümpeln. Schade eigentlich. Hund, nimm deinen Arsch aus meiner Schussbahn. Okay, ich schieße immer gegen den Tisch, kann das sein? Ach, guck mal. Warum ging das denn eben nicht? Ich bin mir ganz sicher, dass ich das vorhin schon mal versucht habe. Da ging das aber noch nicht. Ding, ding. So ein ungezogenes Kätzchen. Polterpinscher, was würdest du machen? Nicht klingeln. Okay, warte mal. Das haben wir schon rausgezogen. Spielzeug wegnehmen, aber ich komme nicht dran, ne? Ich komme nicht so weit hoch. Katzen mögen es ja nicht, wenn man sie anpustet, aber dieser Katze ist es anscheinend egal. Yellow. Siehst du, und jetzt bin ich aufgeschmissen, weil ich die ganzen anderen Rätsel nicht alleine lösen darf. Das ist nicht, was ich jetzt machen soll. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Sucks to be me. Will den Polterpinscher da hochwerfen. Warum geht das eigentlich nicht? Wenn ich ihn einsaugen würde. Nah genug dran. Huch. Ein Herz. Ein Herz für Luigi. Das spritzt auch nicht weit genug. Warum ist hier eigentlich so ein Henkel dran? Der sich nicht bewegt. Ich denke gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Mein Gehirn ist jetzt auf Standby gegangen. Es funktioniert ja auch nichts. Klingeln funktioniert nicht, Düsterlampe funktioniert nicht, Ansaugen funktioniert nicht. Blödes Spielzeug einfach wegsaugen. Was auch immer das ist. Weidenkätzchen? Heißen die so? Mit Blumentopf an den Kopf donnern funktioniert auch nicht. Wo sind die Wurftoads, wenn man sie mal braucht? Zwei Sauger sind nicht genug. Nee, auf Klingeln hat sie ja nicht reagiert. Weil der Polterpinscher rennt ja auch immer zur Klingel, deswegen. Aber die funktioniert nicht. Ist ihr einfach egal. Ding. Pupsen geht auch nicht. Kann ich noch was? Pömpeln geht auch nicht. Ich treffe die Alte nämlich nicht. Luigi, wo zielst du eigentlich gerade hin? Ach, auf einmal. Auf einmal zielen wir dahin. Das ist ja aufregend. Geht aber auch nicht. Hä? Da, ich pfeife schon auf dem letzten Loch. So weit ist es schon. Boah, das Zielen ist aber halt auch so ultra ungenau. Die eigentliche Standardwaffe? Ich saug doch die ganze Zeit. Jetzt müsst ihr nicht kryptisch sein. Jetzt könnt ihr es mir auch einfach sagen. Ich hab doch gesagt, ich raff's nicht. Dann dürft ihr es mir auch verraten. Sonst gehe ich mit dem Polterpinscher ein Eis essen. Was hältst du dir davon? Einfach mal so. Alter, wo Luigi halt hinzielt. Hä, Stroboblitz habe ich doch aber auch gemacht.
Hä? Ja, aber warum ging das denn nicht? Habe ich sie nicht geblitzt? Hab ich das legit vergessen? Hey, Neres! Danach gehe ich echt schlafen. Das macht ja ganz offensichtlich keinen Sinn mehr. Ich blick ja gar nichts mehr, ey. Guck mal, der steht da doch ganz süß. Dann halt sie rum. Musst du wieder alle drei Schwänze ausreißen, oder? Oh boy. Wann sind die eigentlich nachgewachsen? Ja, Luigi, ich fühl dich. Och, er versucht mir Luft zuzufächern. Das ist ja süß. Er versucht sein Bestes. Der Pinscherich. Aber holy shit. Nach unten. Unter uns ist doch schon wieder der Pool. Was will die Katze denn die ganze Zeit im Pool? Ist doch ein Tiger. Yellow, Katze. Warte mal. Komm ich da überhaupt hin? Ist ja eigentlich immer noch rechts von mir. Also, unter mir. Wo ist der Hund? Der Hund ist nicht mitgekommen, also bin ich hier falsch. Goggy? Wohin? Läufst du mir jetzt legit hinterher? Das ist schwierig. Es ist hier in den Boden gegangen. Luigi, durchbuddeln bitte. Ups, sorry. Ist unter uns noch ein Raum? Nee, ne? Also muss ja eigentlich, aber... Ist einfach nur eine Ebene ist, aber ich gehe eine Treppe runter. Ich weiß nicht. Ach so, ein ganzes Stock. Ach ja, stimmt, die können ja Stockwerke wechseln. Stimmt! Da war ja was. Gut, dass ich euch habe. Nein, jetzt wird nicht gespielt. Komm. Hündchen, komm, los. Strandbar. Trinken. Vielleicht sollte ich mich hydratieren. Vielleicht hilft das. Uff. Moment, ich trinke noch. Ich müsste eigentlich richtig dringend ins Bett, aber die blöde Katze fangen wir jetzt noch, ist mir egal. Das blicke ich nächstes Mal sonst nicht mehr. Warum sind die Fußabdrücke jetzt weiß? Sind es jetzt zwei Katzen? Oh shit, bitte nicht. Also zwei Katzen sind immer besser als eine, aber in diesem Fall möchte ich vielleicht entschieden widersprechen. Oh boy. Wo sind die anderen Spuren? Weiße Spur hat aufgehört. Oder hat die weiße Spur nur eine Abkürzung genommen? Ach, die sind vom Pinscher. Okay. Das hatte ich kurz in Erwägung gezogen, aber dann sahen die sich so ähnlich, dass ich dachte, das muss ein zweites Kätzchen sein. Aber er ist einfach nur wieder am Spielen. Der kleine Scheißer. Die gönnt sich erstmal einen Drink. Wisst ihr Bescheid. Wie ich beim ersten Mal ohne die Lampe einfach hinterhergelaufen bin. Das war richtig hardcore. Versucht mal die Katze ohne Lampe zu finden. Macht's mir auch einfach gern schwerer, als es sein müsste. Lass die Ananas, die gehört uns nicht.
Mann. Huch. Wunderschön. Da gegen sie kämpfen wird jetzt aber hässlich. Hier ist nicht so viel Platz. Oh nein, Schlangen. Hier einfach in der Schlange sitzt und es ihm einfach egal ist. Oh Gott. Könnt ihr nicht? Nicht alle auf einmal. Alle nacheinander bitte. Dass Luigi einfach umdreht, das hat nicht geholfen. So. Was ist denn die lokale Fauna hier so aggro? Wer hat die denn so wütend gemacht? Oh nein, gelbe Geister. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Gelbe Geister sind der Endgegner. Heiner? Scheiße. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie die sich gedacht haben, dass man sich mit dem Ding dreht. Mit R wahrscheinlich. Oh Gott, jetzt wirft sie auch noch Bomben. Oder waren das die anderen? Ich hoffe für sie mal, dass das die anderen waren. Ich glaube, ich hätte die auch erst aufräumen sollen. Mit dem rechten... Ja, aber wenn ich doch A drücken muss. Hab doch nur einen Finger. So, warte mal. Ist hier nicht noch ein Geist? Aua. Kamera, würdest du auch mitgehen vielleicht? Glaube ich, echt helfen, wenn ich was sehen könnte. Ist der blöde gelbe Geist wieder abgehauen. Aber den kriegen wir auch noch. Die alte kann warten. Ach ja, stimmt. Hier ist ja auch der Strobo drauf. Ich mach's immer mit A. Ich habe mich jetzt so dran gewöhnt und dann kann ich mich nicht bewegen. Ist dann schwierig. Verstehe ich halt auch nicht, warum das Spiel es einem nicht direkt so beibringt. Mit den Schultertasten. Alter, wieso schiel ich denn so? Ja, komm. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch erst vom Chat gelernt, weil das Spiel bringt dir A, X und Y bei. Was halt super unpraktisch ist. Super unpraktisch. Vor allen Dingen, weil es ja eben diese Option gibt, es auch anders zu machen. Kätzchen, jetzt warte mal kurz. Das ist hier eine Privatfehde, okay? Das ist hier eine Privatfehde. Dich kümmere ich mich gleich. Die kann wieder nicht warten. Das ist voll ungezogen. Ich hab gesagt, du sollst warten. Wo ist der Typ jetzt hin? Ich will erst den gelben Typen wegmachen. Aber die lässt mich nicht. Die lässt mich einfach nicht. Dann nicht, ey. Na komm. Lecker, Luigi. Aha. Wie sie gar nicht mehr auf den Luigi-Decoy anspringt, ist voll enttäuschend. Trick hat sie jetzt leider durchschaut. Ist ein bisschen sad. Ey, wenn mich das jetzt getroffen hätte, ne? Wäre ich aber ein bisschen mad geworden. In der Cutscene so. Das wäre voll fies gewesen. Oh Gott, noch eine Bombe. Luigi geht doch da weg. Oh Gott. Ja, aber der spielt noch eine Cutscene. Komm, ich lass dich mal von der Bombe sprengen. Ist doch lustig. Voll lustig, Luigi. Voll. Was ist das? Sind das Haie? Ja, ich gehe ja gleich. Jetzt warte mal kurz. Sind das Haigeister? Jetzt stresst er nämlich wieder. So ein ungezogenes Hündchen.
mal so eine Nuss. So eine Nuss der Kokos. Wenn ich jetzt Toad noch hätte, Mann. Kann ich aber auch nicht abschießen, ne? Warte mal. Das interessiert mich jetzt. Kätzchen kann warten. Uff. Shiny, dann schlaf dich mal schön aus. Gönn dir nach dem anstrengenden Wochenende. Und danke fürs Dabeisein. Okay, von hier komme ich nicht dran. Verzeihung. Die Kohlensäure im Ginger Ale. Ja, meine Güte, ich komme ja schon. Ist der nervtötend. Ja, du musst jetzt aber los. Schnell, schnell, schnell. Als ob die abhaut. Die wartet doch auf mich. Heiner. Ja. Bleibt da immer stecken. Okay, noch ein Stockwerk tiefer. Ist das nicht Pyramidia? Dann kriegt der Luigi wieder Schlangennase. Wenn wir noch nach Pyramidia zurückkehren müssen. Plopp. Ach Luigi, es passiert doch gerade gar nichts. Alles gut. Da muss man doch keine Angst haben. Plump. Zwölf? Elf. Ach nee, Welt der Wunder. Klappt daneben ist auch vorbei. Das war die Zaubershow, ne? Oder wird die Katze Schabernack mit dem Spiegelbett treiben? Als hätte die Versteckspieljagd. Oh nein, ich wusste, dass das irgendwann passieren würde. Der Aufzug ist nicht mehr sicher. Jetzt hätten die drei von der Tankstelle nicht gereicht. Jetzt doch noch was passieren. Der arme Mann kann sich nicht mehr in Ruhe eine Zaubershow angucken. So, können wir jetzt nicht abstürzen, bitte? Danke. Wundert mich aber echt voll, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis wir das erste Mal im Aufzug angegriffen wurden. Das hatte ich früher erwartet. Warte mal, der Hund ist weg. Der Hund ist weg. Muss ich hier doch nicht hin? Aber sie ist nach unten gegangen. Unter 12 ist 11. Kätzchen? Kätzchen? Wo ist das Kätzchen? Na, da ist der Polterpinscher. Wie auch immer er vor mir da lang gegangen sein kann, aber er ist bestimmt durch die Wand. Ist die Katze im Klo? Ich hoffe doch nicht. Willst du nur aus der Schüssel trinken, ne? Oder so. Oder so. Das war nicht das Kätzchen. Aber das war auch okay. Mir wird aber gerade echt mal bewusst, wie laut die eigentlich schreien. Die sind schon ganz schön gut dabei. Dafür, dass sie keine Organe mehr haben, haben die ein ganz ordentliches Organ eigentlich. Huch. Na komm schon. Okay. Goggi. Kann er nicht einfach die Tür benutzen, wie alle anderen auch? Geht einfach durchs Bild. Oh boy. Da ist doch nur wieder der Hund drin. Natürlich. Polterpinscher.
kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich hab stuff to do. Things. Der denkt immer nur ans Spielen. So ein Lümmel. Während die Katze ihren großen Bühnenauftritt probt und jetzt Luigi zersägt. Oh shit. Verabschiedet euch schon mal von Luigi. Der, ist dann gleich wohl 2-Igi. Eigentlich ist das schon 2-Igi. Einer. Dein Ernst jetzt? Als ob das zu langsam war. Menno. Jetzt aber. Oh Gott. Na komm, trau dich, trau dich, trau dich. Was war das denn? Wieso hat er sich denn jetzt in die andere Richtung gedreht? Das war so nicht abgesprochen. Ja, ich merke schon. Klappt jetzt so nicht mehr. Polterpitcher, los. Schnapp sie dir. Aber ich bin immer noch Luigi. Pech gehabt. Schluss jetzt. Also wirklich. Los, Polterpinscher, schnapp dir den Knopf. Bevor es jemand anderes tut. Und er geht einfach. Er ist wie Jäger. Er ist wie Jäger. Ist voll hart. Bin sie endgültig los, da werden sie aufgesaugt, ne? Tut mir fast schon ein bisschen leid. Eigentlich ist sie ja süß. Sie ist ein bisschen kratzbürstig und sie hat ein krasses Temperament, aber eigentlich ist sie schon süß, das Polterkätzchen. Oh, I did it. Aber das mit dem Knöpfe klauen? Natürlich ist ein Problem. Uff. Aber das hat doch jetzt ganz gut geklappt eigentlich. Beim ersten Mal hat sie uns definitiv mehr Probleme bereitet. Ich war genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Warum spielt hier Musik? Ist hier noch jemand? Das ist nicht die Happy-Go-Lucky-Musik. Sind nicht alle Frauen temperamentvoll, aber süß? Voll das Spannerloch einfach. Aber jetzt ist keiner mehr da. Oder? Ist da noch wer? Yellow? Nein? Okay, gut. Dann geben wir den Knopf ab und das Kätzchen und dann bin ich brav und gehe ins Bett. Besser ist. Manche Frauen sind nur temperamentvoll. Uff. Oh yeah. Ja, guck mal, wie gut das aussieht. Die Disco, jetzt ist es definitiv vorbei. Disco schaffe ich nicht mehr. Disco Pogo, nächstes Mal dann. Ich glaube, wenn wir jetzt noch hier Strobo-Lights und grüne Laser, dann explodiert mein Gehirn. Dann werde ich wie die Geister und explodiere einfach, wenn man mich anstrahlt. Aber ich stecke das Polterkätzchen noch in den... in die Galerie und vielleicht holen wir uns noch ein paar Knochen. Ich werde sie brauchen. Über den einen Tod ärgere ich mich immer noch. Der war so unnötig. Der war so unnötig. Nee, die Disco. Die heben wir uns das nächste Mal auf. Aber voll die Partyfloors.
Ja, da oben ist ja der andere Toad. Wunderbar. So, rein da mit dem Kätzchen. Böses Kätzchen. Sieht's eigentlich aus, so von der Bilanz her. In der Wasseranlage habe ich richtig versagt. Im Keller fehlt eins, in der Lobby fehlt eins. Fehlen drei, auch drei, auch drei. Vier, zwei, drei. Wünschst du, fehlt eins. Das haben wir, glaube ich, gesehen, aber ich habe es nicht rausbekommen. Museum fehlen zwei, Pyramidia fehlen zwei. Aber Welt der Wunder haben wir abgeschlossen. Strandbar fehlt eins, im Fitnessbereich fehlt eins. In den anderen beiden Stockwerken waren wir noch nicht. Geisterchen. Ist die Katze ein Bossgeist? Ist sie nicht. Okay. Nabil Nass hier. Captain. Hier, Phil. Captain Fischhaken. Den hast du leider verpasst. Captain Fischhaken. Und die Sandra. Die Sandra, die mein erstes Leben forderte. Nun. Sie ist auch kein seltener Geist. Das ist ja voll traurig. Nicht mal eine Honorable Mention. Uff. Armes Polterkätzchen. Ha, na gut. Ich bin durch genug Türen gegangen, dass nichts passieren kann, ne? Meldung steht da, glaube ich, immer. Wenn nicht, machen wir es einfach nochmal. Was soll's. Ah. Aber es war lustig. Ach, Verzeihung. Ohne Kopfweh wäre es effektiver gewesen, aber ich wollte so gern Luigi spielen. Haben wir aber gut gemacht. War ein guter Team-Effort. Danke nochmal dafür an euch. Jetzt pray for me, dass sie morgen nicht weiter bohren. Dann können wir nämlich Luigi weiterspielen, sonst weichen wir vielleicht lieber auf Pokémon aus. Das ist ein bisschen kopffreundlicher. Aber es macht so Spaß, Mann. Ich will nicht, dass es zu Ende geht. Voll doof. Aber ich guck mal, ob ich mich ins Bett legen kann jetzt. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. Aber hey, haben wir trotzdem gut gemacht, finde ich. Es kann nicht immer super laufen. Es ist Montag, immer noch 18 Minuten lang. Haltet durch, der Montag ist bald vorbei. Wenn wir alle ganz schnell schlafen gehen, ist der Montag noch schneller vorbei. In diesem Sinne, meine Süßen, ich hab euch sehr lieb. Dankeschön fürs Mitleiden und Mithelfen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich halte euch auf Twitter auf dem Laufenden, was die Handwerker so treiben. Ob sie mir die Nerven kaputt bohren oder ob es gehen wird. Ansonsten sehen wir uns Donnerstag. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Also sage ich einfach, gute Nacht und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mit dem Finale vielleicht. Mal gucken, das wollte ich sagen. So. Bis dann. Bye, bye.